Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, heute ist der Freitag schon. Juhu, bald Wochenende, ne? So, ich habe jetzt die Rahmen, diese Bilder auf den schon, die sind ja schon aufgeklebt auf die Leinwände, ne? Diese Diamond Painting, ne? Ich habe ja zwei davon. Und wie schon erwähnt, ich möchte die jetzt einrahmen. Und habe ja, dachte erstmal, mache ich so einfach direkt drauf und dann beglittern mit dem, mit den Flocken. Ich habe sie so aufgelegt. Ja. Wäre nicht schlecht. So, wenn ich so ein einfach so ein Rahmen auflegen werde, aufkleben, ne? Nicht direkt so platt auf die Fläche, ne? Sondern dass es ein bisschen einfach der Streifen wird erstmal gestaltet. Und dann aufgeklebt, weil das wird auch viel Dreck und auch überhaupt, ob das so ordentlich wird, weil auch die Ränder, ne, der Rand, das soll ja auch ordentlich sein und auch ein bisschen erhaben möchte ich das. Und da kam ich auf den Gedanke, dass ich hatte ja diese letztens bei Teddy geholt, war so eine 55 Cent reduzierte Packung, doppelseitiges Klebeband und noch dieses Schaumklebeband, 5 Meter, dachte ich, naja, hatte ich ja mitgenommen und das kann ich ja dafür nutzen. Das hat ja ein bisschen so eine, nicht so hoch, weil zu hoch ist auch nicht gut, aber finde ich, die Stärke wäre okay, ne? Und auch den Rand kann man dann auch noch mit bedecken mit diesen Flocken da, mit dem dann, wenn es, hoffe ich, es geht. Und dass ich dann, ich habe die Breite so ausgemessen, die würde genau passen, ne, so da drauf. Ganz schmale Streifen weiße würde bleiben und das ist mir auch recht, dass man so ein bisschen den Abstand hat, ne, so in dem Sinne. Ja, und da werde ich jetzt mir vier Streifen, habe jetzt einen abgeschnitten, abgemessen, jetzt gestalten und ich werde direkt auf die klebrige Fläche die Flocken jetzt auftragen und das lasse ich zu, dass das da nichts, dass die Klebeschicht bleibt, ne? Abgedeckt und geschützt und damit kann ich dann aufkleben dann, ne? Und das wird jetzt, da werde ich jetzt die Flocken auftragen. Ich hoffe, das klappt, ne? Ist ja auch ein Experiment. Ja, werden wir schauen. Mit euch zusammen. Ja. So. Habe jetzt so das zweite Set. Ich hatte ja damals, ist ja Jahre her, ne? Ich weiß nicht, fünf. Sieben, mehr sogar vielleicht, keine Ahnung, es ist schon lange her, hatte ich mir damals die besorgt und nicht mal sogar direkt bei HSE24, damals gab es die, ne, sondern durch eBay, die waren dann reduziert, Abverkäufe haben die gemacht, es gab so einen Shop da bei eBay und da hatte ich die dann günstig bekommen, habe mich echt da gefreut damals und gebunkert, ne, heißt das auch, naja. Muss ich auch gestehen, bin auch nicht ohne, ne? Ja, Schnäppchen machen und ja, so, und das habe ich noch nie aufgemacht auch. Und deswegen in dem Set ist immer dann auch so ein Glitterglue drin, Kleber, ne? Ob da noch, ja, es ist sehr dickflüssig geworden, ne? Ob man den mal verdünnen kann, werde ich mal gucken. Aber hat so eine Spitze, ne? Ist echt gut. Kann man ja dann
werden dann die Spitze auch noch nutzen für den Fall. Aber für den Moment brauche ich das nicht. Ja, es ist diese Marke Cosmic Shimmer und diese Gewinn. Da habe ich so diese Farben, ne? Weil ich glaube, mit Gold wird besser. Und das Dunkle dazu, ne? Das ist da, weil das da ist zu hell, ne? Finde ich. Da müsste was Stärkeres, oder Aktiveres noch. Und da Gold auch dabei ist, ne? In dem, und da bin ich der Meinung, dass da Gold in dem Rand, in dem Rahmen soll dominieren, ich würde sagen. Ja, ne? Und so ein bisschen, ein paar so zwischen, so melieren, einmelieren kann man ja. Deswegen probiere ich. Und eventuell vielleicht ein paar Teile aus dem da. Ja. So, dann mal gucken. Sehr klebrig. Und auch so soll es auch sein, ne? Dass es auch funktioniert, weil mit dem da, ja, kann man sich echt da eigene Rahmen gestalten. Und ja, wenn ich das so sehe, ne, da ist echt prallvoll. Boah, ja, ich darf gar nicht drauf atmen. So, dann geht's wieder los. Werden wir das ausprobieren. So federleicht, dieses Zeug, ne? Das ist einfach so ein Hauch. Ja, so eine Hauch, Hauch fein. Werde ich erstmal so verteilen. Und die sind ja so wie Blattgold, ne? Sozusagen. Schichten, 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 Schichten. Guck mal. Einige, da braucht man gar nicht so viel. Kommt schon zurück sogar. Es klebt schon an den Fingern. Ja. Da, guck. Es sind drei Stück übereinander dann. Vorsichtig zu machen. So, das zweite. Ja, genau das dunkle. Tun ein bisschen. Und ich glaube, ich könnte. Na, ich hänge. So. Wo habe ich denn Silikon? Ich hatte doch so einen Silikonpinsel. Ein kleiner jetzt. Ah, ne, der klebt auch. Ja. Zum Verteilen so ein bisschen. Fixieren. Vorsichtig. So, jetzt kommst du. Zauberei. Na. Ist ja ein fremdes Haar da drin. Oh. Oder ist es von irgendeinem Netz oder was da war in der Produktion vielleicht, wo was abgekommen ist. Ja, und dann werde ich jetzt von dem noch dazu was machen. Und gut, ich habe mir das so überlegt, dachte ich, ja, ich lasse die Klebeschicht, die eine richtig geschützt. Sonst, ne, muss man dann noch mal kleben, so kann man das direkt auch abziehen und aufkleben. So. Sind so verschiedene Farben gemischt. Und die heißen auch jedes Teil
heißt irgendwie. Ah, das heißt Golden Jewels. Goldene Juwele wahrscheinlich, ne? So. Das ist auch erstmal genug. So, dann werden wir mal schauen. Vergoldung. Ja, aber ja, schon interessant. Ja, bin ja sozusagen fast regelmäßig da bei Action. Schaue ich immer rein wegen den neuen Standschablonen, aber nee. Irgendwie. Die alten liegen jetzt, naja, nicht so alte, ne? Aber man bekam sie erst nicht und dann hat man sie. Und da erwartet man schon die nächsten. Und bei uns auch, da, die liegen alle da und die neuen, ne? Auch diese Blumenstanze, ne? Diese so lila Verpackungen, dunkellila, so verschiedene Blumen, so. Und nee, kann man gar nicht. Ich hätte die so auch so gerne, aber warte ich noch. Man hat ja genug zu tun. So, das würde ich sagen erstmal. So. Weil das für mich ist das auch jetzt hier eine neue Erfahrung mit dem da mal richtig arbeiten. Ich habe die mir da damals geholt, aber gar nicht ausprobiert, ne? So, und dann das hier. Auch der Rand, ne? Wird gut bedeckt und dann eingerieben, das alles, dass es sich. Ich hoffe, es bleibt dran. Weil, ja. Weiß Schaumstoff und eine Fläche so, ne? Sind schon unterschiedlich, ne? So muss ich den Rand so ein bisschen abstreichen. So. Glaube, ich muss mir noch ein Papier holen. Dann werde ich mal schauen. Das auch mit dem Schwamm so auf dem Schwamm auf Schwamm, ne, funktioniert oder nicht? Dass ich das nicht da abmache. Siehst du, bei Schaum ist das eine andere Struktur da oben. Muss ich ein bisschen mal hier noch. So, das da. Ja. Wird nicht schlecht eigentlich. Aber es ist so wie Leder. Guck mal, so ein Effekt wie echt Leder. Echt interessant. Aber ich glaube, ich werde mit dem Schwamm nicht drüber gehen. Ich werde alles nur mit dem Finger machen, weil ich glaube, habe es aufgeraut damit, ne? Aber ja, doch. Sieht schön aus, finde ich.
Und da unten haben wir jetzt die Klebeschicht und das kann man dann aufkleben, ne? Auch so eine erhabene Form. So ein bisschen kann man ja einiges schmücken. Eine Henkel, eine Taschenhenkel, dafür eine Taschenhenkel. Ne? Ja. Ja, das ist. So, ich will mal schauen. Mach meine Hände. So. Oh, ja, finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, das rammt schon ein, ne? Ja, wird es ja, wenn es festgeklebt ist, dann tut sich auch noch ein bisschen legen, so richtig dran. Fester an die Unterfläche, ne? Ja, und das ist dann so ein Rahmen. So, dann werde ich mal die Teile mir so ungefähr zuschneiden. Die Länge. So. Sie so einigermaßen gleich ausschauen, ne? Aber ich glaube, es wird gut gehen. So, komm, komm, komm. Ei. So, das. So, drei Stück. Prototypen. So. So. Ja, und dann na, das hängt sich auch an die Hände. So. Die legen wir so hin. So, und fangen wieder an. Das kann weg. Mit Gold. So. Und da sieht man diese mehrere Schichten, ne? Dass das 3, 4 und so weiter Schichten in einem Stückchen, so holt man raus und Fitzelchen und da ist mehr ineinander, ne? So, dann ich ein bisschen. Trennen. Komm. So, ja. Komm hier drauf. So.
Ja, und mit dem Stempeln, ja, nee. Es hat die Farbe ist vielleicht diese Stempelfarbe war zu schwach, hat sich mir gefällt der Abdruck doch nicht. Die Folie wahrscheinlich, die ist vielleicht abweisend, ne? Oder wie das so ist. Und deswegen soll man, wenn man schon stempeln möchte, dann soll man es wie die Barbara Greta auch macht, diese durchsichtige Klebeschicht bestempeln erstmal und dann drauf diese Acetatfolie auflegen und so weiter, ne? Dass das der Stempelabdruck dann ist unter der Acetatfolie eben geschützt, ne? Weil so reibt er sich wahrscheinlich ab oder irgendwie haftet nicht so dran, ne? Wollte ich auch noch erwähnen. Hatte ich ja auch da ausprobiert. Aber ja. So, ich glaube, mit Gold ist okay. Kann ich jetzt nächste nehmen, ne? Guck mal, hier ist ganze Klumpen gewesen. Das sind so dicke Schichten da. So, kannst jetzt wieder zu. Bist du jetzt hier? Kann ich das dazulegen? So, komm weg. Kommst du jetzt noch? Hokus Pokus, Fidibus. So. Sind ja verschiedene. Guck mal, auch grün ist da drin, auch rot. Und echt hübsch. So eine interessante, ne? Mischung. Leg mal reichlich drauf. Ja. So, dass das diese eine. Manchmal so richtig große Klumpen, die muss man ja ein bisschen auseinander so zupfen. Muss man nicht, aber ich finde besser. Bisschen das Grüne rüberlegen. Da war mehr Rot, ne? Und da viel Grün. Ich nehme das Rot rüber. So. So, bin dabei. Und jetzt finde mit diesem Silikonpinsel komme ich besser da zurecht. Habe ich mich für mich entdeckt. Das Teil, diese habe ich ja mir da bei Action auch geholt gehabt, bei Kosmetik, in der Kosmetikabteilung, ne, liegen ja diese, so ein Dreier-Set, groß, kleiner und noch kleiner, ne. Die hatte ich mir doch ja
für diese Krepppapierblumen zu machen, ne? Wenn ich mit Heißklebe arbeite, mit dem Heißkleber, ne? Dafür hatte ich die Teile mir angeschafft, zum was festhalten oder fixieren und die Finger nicht verbrennen, ne? Und guck mal, hier ist der so ein Silikon-Pinsel, schwer zu sehen. Irgendwo liegt doch noch ein dickerer. Muss mal schauen, ist auch so ein kleiner dabei gewesen, solche. Und so ein größeren und noch einen großen. Ich zeig mal, wenn ich den jetzt mal gucke, wo der ist. Ja, guck mal, es geht gut. Läuft soweit. Und da kann man sogar ein Teilchen noch herziehen, was man da vielleicht wo was noch offen ist und dann. Ich bin so froh, dass endlich mein Wohnzimmer ist und kein Gewächshaus. So schön, wenn alles auf dem Platz ist, ne? Das ist gut. Richtig gut. Aber ja, hat sich gelohnt. Bin echt froh mit dem Ergebnis. So ist das. So. Ach, guck. Ja, fast schon die schön alles bedeckt. So. Ja. Man lernt immer dazu. Alles braucht seine Zeit, ne? Ja, so. Grob abstreiche ich mal, dass ich diese Überschuss erstmal zusammen noch hole. Kann es wieder zurück tun. Obwohl, ich glaube, ich hole mir so eine Frischhaltedose, so eine Tupperware-Dose sozusagen. Und dort hinein. Damals hatten die auch das so gezeigt. Einfach die Barbara Gret zeigt es ja auch so. Einfach in eine Frischhaltedose mit einem schönen verschließbar Deckel drauf. Und da, wie auch wir, die mit den Embossingpulver, ne, umgehen, so gesagt, die Sache da eigentlich, ne, besser zu hantieren damit. Ja. Und das wieder da hinein tun. So, so habe jetzt schon die zwei abgestreift. Hier einfach in die Dose hinein. Ne? Das kann man dann so grob erstmal alles so hinein abstreichen. Aber ich würde sagen, auch diese Struktur, die jetzt bleibt, ne, die ist auch gar nicht so schlecht. Man muss nicht unbedingt das polieren. Auf Papier, auf Folie, ja, kann man das richtig ordentlich polieren. Aber hier drauf wird es wohl nur so ein bisschen mit den Fingern so rubbeln und dann aufrubbeln sozusagen. Und das reicht dann aus, ne? Sonst tut sich das vielleicht ab. Im Sinne, ich werde es nicht riskieren. Okay, so, ich habe das jetzt grob in der Dose rein und da kann ich dann so ein Misch, was so überbleibt, weil man dann verschiedene mischt schon, ne, Sorten, und dass das nicht in diese Töpfe wieder zurückgeben, sondern kann ich das da in so eine Dose dann
Überschuss reingeben und dann eventuell wird es eine neue Mischung. Ne? So, ja, das erstmal. Und dann kann ich sie mal schön. Braucht man gar nicht, weil das tut sich dann zu stark. Und da kann ich ein bisschen einen kleinen Schuss noch drauf geben. Siehst du? Spürt man dann mit dem Finger. Oh, guck. Genau, das kann ich dann hierher holen. Und dann werde ich nicht so stark rubbeln dran. Das reicht. So. So. Wo so Stellen sind, wo das so sich ein bisschen hebt, ne, dann heißt es, da ist es nicht festgeklebt, kann man es ein bisschen nachdrücken, so ein bisschen einreiben. Das in die Klebeschicht. Aber ja, ich bin echt da zufrieden damit. So, die Ränder auch noch ordentlich. So, ich wollte zeigen, ich schneide gerade die Ecken, den Rahmen jetzt, dass er zusammenpasst, ne? Und dann mache ich das dann so, ich überlappe einfach hier und richtig so. Ecke an Ecke, richtig so genau. Und dann die beiden übereinander gelegt. Und dann so durch. Vorsichtig. Und dann kommen die Eckchen raus. So, und das ist eben jetzt der zugeschnittene Rahmen, ne? So. Dass man ordentlich hat hier, glaube ich, da war was bisschen ne, okay, alles gut. So, und so werde ich das jetzt aufkleben, ne? Da die Ecken sind so hineingeschnitten, wie es bei Einrahmungen gemacht wird. So, und das werde ich dann ordentlich jetzt zusammenfügen. So hinein. Ich hatte da auch ein bisschen gekürzt, weil ne, man muss es hier dann. Ich hatte es ein bisschen größer geschnitten. Das ist ja ist lieber zu groß als zu klein dann. So, werde jetzt das ankleben und hier eine so starten und deswegen habe ich auch hinten diese Schutzfolie jetzt gehabt. Jetzt dafür. Ist dann schön. Ja, ich hoffe, ich kriege es gut hin, weil ne, klebrige Sachen. Die nicht sehr, das ist ja auch noch so eine Schaumfläche, ne, die sich dann auch dehnen kann, wenn man es dann zieht, ne? Und deswegen werde ich da langsam richtig an den Außenrand entlang, ohne zu dehnen. Sich nicht verzieht, ne? Das kann ja auch, das kann passieren. So. So. Werde vorsichtig weitermachen. So bin ich jetzt bis zur Ecke, zum Rand, zum Ende da gekommen. Ja.
kommt das nächste. So ein bisschen. Aber ja, finde ich, ist echt schön. Auch der Rand, die Kante ist auch ordentlich. So, da kann man dann noch später noch ein bisschen nachjustieren. Ja. Ich glaube, in der Mitte ist es ein bisschen, das Bild hatte ich wahrscheinlich so ein bisschen verschoben oder wie. Aber es ist eigentlich okay. Erstmal mache ich ja sowas. Ne? So, die nächste kommt dran. So, habe ich jetzt angelegt und hoffe. Weiter gut sich legen. So. So. So, hab den zweiten Streifen aufgebracht. So. Ja. Doch. Ist nicht schlecht. So, das ist jetzt die Seite. Sieh mal an, schauen, dass ich das richtig auch anlege. Genau. So. So, hat auch wieder gut geklappt. Ja, langsam, ne? Hier habe ich wieder irgendwie bin rübergekommen oder wie. Wahrscheinlich so ein bisschen schieben. Ach guck, das ist auch ein Helfer. So ein bisschen rüber, ne? So. Bin ich so. Jetzt will ich ihn her. Ach, hier. Es ist echt da. Nicht leicht. Ich muss einfach legen, nicht hin und her. Gleich andrücken. Ne? Es muss erstmal auf Platz kommen, dann geht es. Ja. Naja, so ein bisschen die Seite. Habe ich da ein bisschen mich zu sehr bemüht. Kommt auch, ne? Manchmal so denkt man, ach. So. Ja. Und dann werden wir so ein bisschen schieben. Und das geht auch. So. Ja. Ach ja, so ein bisschen, aber nicht schlimm. Ich schau mal, kann vielleicht so eine Schnur, eine Kordel da hinein und das wird alles dann doch noch ergänzen sozusagen, ne? Schön in Form alles zu bringen. So ein bisschen, weil das irgendwie, ne, habe ich da ein bisschen wahrscheinlich dieses Teil vorgezogen, muss man ein bisschen so und dann passt es sich an. Ja, doch, ich werde ein bisschen noch hier
abschneide. So, dass sich richtig. So, dann habe ich es auch hier noch angelegt. So. Dann werde ich mal schauen, dass ich weniger hin und her schiebe, ne? Nur einfach runter bewegen. So, Leute. Juhu. Ich habe es soweit durch. Ja. Doch, so. Ein paar Macken schon, aber eigentlich ist okay. So. Schön, ne? Ah, ein Experiment. Ja. Manchmal. So, ja, das ist das Resultat. Und ja, zum Vergleich, ne? Es war so eben. Ist ein anderes Bild, aber der Rahmen. Und jetzt so, ne? Ja, ich glaube, nicht schlecht. So ein bisschen schiebe ich mal. Und dann ist man so. Ja. Klar ist das kein Holzrahmen oder so. Den Schaumstoff soll man auch nicht unbedingt zu sehr da drücken oder reiben, ne, dran. Aber ja. Ist eben ein Kunstwerk, ne? Und ich schaue mal, ob ich habe da auch Kordeln oder so einen Faden, dass ich da vielleicht noch den reinkleben werde. Oder vielleicht erstmal abwarte. Erstmal so mir das hinstelle oder aufhänge. Ja, gefällt mir auch so. Und die, ne, die Struktur ist auch okay. Das ist hübsch, auch gar nicht so schlecht. Zeig es mal, die Ecken auch. Ja, erster Versuch, ne? Aber doch. Und von der Seite, ne? Guck, sie ist auch so. Irgendwo war es selber der Rahmen irgendwie so halb gerundet, ne? So selbst, aber doch. Ist okay. So, oh, so lange das Video heute. Ja, das war's dann für heute. Habe ich jetzt das ausprobiert? Ich glaube, es ist so. Ja, so dann, ja, Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag euch. Tschüssi.